dich, los, Mann. Lass los, Köpfchenkopf, los. Hey, Köpfchenkopf, ich war direkt hinter dir. Hey, erwischt, Alter. Hallo Leute, mein Name ist Sergej, das ist Köpfchenkopf, das ist Glenn und ihr seid auf Kanal A4. Und heute habe ich die Jungs zu mir nach Hause eingeladen. Wir haben nur ein bisschen gespielt, wir werden heute eine Menge Spaß in dieser Wohnung haben. Ha, komm schon. Ha, jetzt. Warte, du. Nein. Hast du etwas bestellt? Habe ich nicht. Ich dachte, wir bestellen später eine Pizza. Wer kommt denn da? Oh, oh. Was? Riecht geil. Komm rein. Was hast du in deiner Hand? Komm rein, komm rein. Bildst mir ein, ich sehe dir das auch. Ich habe gerade dieselbe Frage. Nehmt euer Kind weg. Wir haben genug von ihm. Vlad, bist du das Kind? Komm rein. Lass uns erstmal die Tür schließen. Was zum Teufel ist hier los, Freunde? Ich habe echt eine Menge Fragen, Alter. Wer hat denn da drüben was gegen ihn? Heilige Schande. Vlad, hier ist ein Baby geworden. Hey, hey, leg das wieder hin. Lass uns damit reden, hey. Hey, komm schon, setz dich hin, erzähl uns, wo bist du gewesen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Scherz. Vielleicht ist er ein Erwachsener und wollte einfach zurückkommen. Nein. Das ist definitiv kein Prank. Gib her! Nein. Gib her! Gib her! Vlad, Kamera. Okay, ich weiß, was ich fragen muss. Wie alt bist du? Verstehe, er ist definitiv ein Kind. Alle Kinder zeigen so mit den Fingern. Sie können ihr Alter noch nicht zählen. Und was sollen wir jetzt damit tun? Also, Leute, ich schlage vor, wir organisieren hier was. Vlad, du gehst spazieren. Erwachsene müssen sich unterhalten. Psst, ruhig, vorsichtig, vorsichtig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ist denn nur los? Sieh mal, es gibt einen Haufen Anleitungen im Internet, wie man ein Kind erzieht. Hier, ich schlage vor, diesen Anweisungen zu folgen hier. Hä? Ist er jetzt in der Toilette eingesperrt? Hey, mach auf, Mann! Okay. Was soll das? Erziehungsregeln. Erster Punkt, Kinder nie unbeaufsichtigt lassen. Vlad, mach die Tür auf! Mach die Tür auf, ey, Mann! Wer ist das? Wir sind's! Wer ist wir? Klärt Sergej und Köpfchenkopf! Ich kenn euch nicht! Wir sind deine Freunde, mach die Tür auf! Ich glaube, das ist Passwort! Das ist ein Kinderspiel, bitte sehr! Kikiriki! Nein, nein, das ist falsch! Wuff, wuff! Nein! Warte, Sergej, versuchst du wirklich das Passwort auszusuchen? Ich hab mir das ausgedacht! Leute, man muss spielen! Ihr das Spiel unterstützen! Okay, Vlad, das ist nicht witzig! Mach die Tür auf, komm da endlich raus! Hey, Jungs, versteht ihr gar nichts, Alter! Pass mal auf, wie man mit Kindern redet, Alter! Vlad, lass uns einen Deal machen! Wenn du die Tür öffnest, bekommst du den gleichen Betrag! Er wird ein Geschäftsmann, Leute. Bitte lernen. Lernt, Alter. Ich kann es immer noch nicht glauben. Vlad, ich kann das nicht normal machen, ey. Also er weiß doch nicht, was er mit dem Geld machen soll, schätze ich. Wie viel hast du bekommen, Mann? 10 Euro? Ah. Komm, es soll bei mir liegen. Ich heb es für dich auf. Ich gebe es dir dann irgendwann wieder. Na gut. Also, gut, Leute. Lasst uns lesen, wie man ihn erzieht. Vlad, setz dich hin, Alter. Setz dich. Das Kind beginnt, die Welt um sich herum kennenzulernen. Deshalb müssen sie wir vor Gefahren schützen. Zum Beispiel sollten schwere oder zerbrechliche Gegenstände entfernt werden. Hey. Oh, das war aus Versehen. Ja, im Grunde habe ich sie wirklich auch nicht gemocht. Keine Angst. Wieso randalierst du? Okay, komm gar nicht erst auf die Idee, ihn zu schellen, Alter. Es ist ein Kind, Alter. Lass uns weiterlesen, Mann, Alter. Der nächste Punkt, sich klar an den Stillplan zu halten. Versteht ihr? Nein, das ist definitiv nichts für uns, Mann. Ein Kind darf nie in der Nähe von Elektrogeräten kommen, Alter. Was machst du da? Das ist nicht sicher, Mann. Gut, dass er kalt ist. Komm, setzen wir uns doch aufs Sofa und lesen ein paar Bücher und so. Hey! Vielleicht keine Bücher, okay? Setz dich. Nein. Was heißt nein? Ich will auf die Arme. Du bist schwer. Du bist zu schwer für uns. Das geht nicht, Mann. Es tut mir wirklich weh. Es reicht. Gut, schon gut. Köpfchenkopf, lies schnell irgendwas die Spielregeln vor. Hast du irgendeinen Platz hier? Oh Mann, wie viel wiegst du? Hast du da Stein im Bauch? Also, was kommt als nächstes? Kannst du mal ruhig sitzen bleiben, Mann? Hey, sei still. Hier steht, dass man Kinder nicht anschreien soll. Das kann bei ihnen psychologisches Trauma auslösen. Ihr schaut, was ihr getan habt. Na gut, hier, nimm das Handy, Mann. Aber versucht gleichzeitig, ihr Kind nicht zu verwöhnen oder einer Laune nachzugeben, sonst hört es ganz einfach auf zu hören. Verdammt, was machen wir denn jetzt, Mann? Oh Mist, was sollen wir tun? Denkt daran, ein Kind saugt alles auf wie ein Schwamm, also achtet auf euer Verhalten und eure Sprache. Oh Mist. Hallo. Mist. Das ist ein schlimmes Wort, also, Mann. Also wir dürfen gar nicht. Wie sollen wir ihn denn richtig erziehen? Ein Babysitter? Nein, ein Babysitter kann das nicht machen. Hier steht, ihr müsst das Kind mit Fürsorge und Liebe umgeben, um es zu erziehen. Na schön, lass uns hier aufräumen und dann entscheiden, wer die Mutter sein wird und wer der Vater sein wird. Geht klar. Oh,
Ich habe eine Idee. Lasst uns das so vereinbaren. Wir werden Vlad aufdrehen, wir werden uns in verschiedene Richtungen trennen und zu wem er auch immer geht, ist Daddy. Okay, Leute, dann lasst uns entscheiden, wie das Familienüberhaupt sein wird. Er ist es klar, erster Bruder. Schau, was ich gelernt habe! Okay, kein Handy mehr. Vlad, was ist los, Alter? Was hast du gelernt? Das spielt keine Rolle. Von seinem Handy! Ja, das ist ein interessanter Tanz. Okay, Leute, kommt schon. Vlad, komm her. Willst du mit uns spielen? Ja. Jetzt schicken wir dich in den Weltraum. Nach oben, Alter. Und da musst du an die Raumstation andocken, Alter. Du weißt schon, mit mir oder mit Lent. Bereit? Ja! Los geht's! Komm, drehen, ich gehe weg von euch. Langsam, damit ihr nicht hinfällt. Das ist genug, das reicht. Da lang, da lang. Kamikov, das ist doch nicht fair. Ich weiß selbst, dass es fair ist. Ich muss einen Geschäftsmann großziehen. Papa! Genau das meine ich, meine Jungs. Verstehst du das? Komm schon, zieh dich um, Mama. Los, zieh dich um, Mann. Hey, es gibt wenigstens das Geld zurück. Moment mal, ich bin für die Finanzen der Familie zuständig. Komm, lass mich jetzt wieder einladen. Wir kaufen dir später was zum Geburtstag. Na gut. Mhm, genau so. Also, jetzt geh dich umziehen. Komm. 1, 2, 3. Ich werde es dir wieder gut machen, okay? Okay. Sag den Eltern nichts. Also, so fertig. Jetzt sieht man direkt, welcher der Daddy am Haus ist. Hör mal zu, Vater. Komm schon, geh endlich einkaufen. Gebe dir Lebensmittelliste per SMS, Alter. Alles klar, was haben wir denn hier? Ein Spielzeug, irgendein Trampolin für Kinder, was ist das denn? Na gut, wir gehen zusammen, ich bin gleich unten, Alter. Was meinst du damit? Und was ist mit dem Kind? Ja, was denn, Alter? Wir gehen zusammen, Alter. Ich bin gleich unten, Mann. Wie bitte? Die werden sich doch gegenseitig verprügeln. Was, Alter? Alles ist in Ordnung, Mann. Ey, komm her, Alter. Ja, ich komme ja schon. Also, schau mal, wir gehen jetzt einkaufen, wir sind gleich wieder da, hörst du? Komm schon, beeilt euch einfach. Na los! Ich komme schon, ich komme. Was machst du da? Ist dir langweilig? Ja, es ist langweilig. Ich will spielen. Willst du mit dem Handy spielen? Nein. Okay, also wir haben noch kein Spielzeug zu Hause. Was sollen wir denn mit dir spielen? Oh, hab eine Idee. Oh, ich will die Idee. Lass uns eine Hütte bauen und dort von Mama und Papa verstecken. Ja, lass uns eine Hütte bauen. Aber wie? Zuerst müssen wir entscheiden, wo sie stehen soll. Also hier. Na gut, dann bauen wir sie. Nehmt alles, was ihr finden könnt. Kommt schon, krabbelt rein. Mal sehen, ob da genug Platz für zwei ist. Nun, das heißt, wir müssen etwas Licht in unsere Hütte bringen. Ich werde etwas Passendes finden. Fertig, komm rein. Wie gefällt es dir? Ja, es ist cool. Warum bist du so traurig? Nun, mir fehlt etwas. Was könnte denn fehlen? Likes. Likes? Ich habe keine Likes hier. Nur ich will Likes. Wer hat sie? Die Zuschauer sollten sie haben. Frag sie mal. Leute, hilft mir. Vlad ist nicht in Stimmung. Lass uns ihn aufmuntern, bitte. Es ist eine einfache Sache. Klickt einfach auf Gefällt mir und Vlad wird wieder glücklich sein. Ja. Seht ihr, wie einfach es ist, Vlad aufzumuntern? Das war's. Fertig. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gespürt. Großartig. Was sagt man den Zuschauern dazu? Oh, Mist. Oh, er wollte sagen Danke. Das war's. Vergiss das Wort. Willst du eine Gruselgeschichte hören? Ich weiß nicht. Na, okay. Eines Tages beschlossen die Kinder, eine Hütte zu bauen. So wie wir? Unsere ist cooler. Und die war in einem richtigen Wald. Sie hatten den ganzen Tag die Hütte gebaut und schon wurde es schnell dunkel. Und was dann? Sie entschieden sich dort zu übernachten. Mitten in der Nacht, als die Kinder schon tief und fest schliefen, hat sich jemand an die Hütte herangeschlichen. Und so, tack, tack, tack. Und dann brüllte er. Oh, Vlad, Vlad, bitte, es tut mir wirklich leid, ich habe es nicht so gemeint. Oh je, hab den Jungen erschreckt. Wo bist du denn, Feigling? Bist du verängstigt? Ja. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Es war aber nichts Beängstigendes dabei. Du bist kein Feigling. Na, natürlich nicht. Hier, wie wäre es, wenn wir Lava auf dem Boden spielen? Ja, lass uns spielen. Und wie geht das denn? Wir stellen ein paar Sachen in der Wohnung auf und du kannst nicht auf den Boden klettern. Das ist Lava. Und wir werden fangen spielen. Cool. Hier wird der Start sein. Ich bereite jetzt alles vor. So, alles fertig. Du bist dran. wo willst du hin? Warte. Also, ich verstehe nicht. Was ist denn hier los? Nichts, alles ist in Ordnung. Ich habe mich angestoßen. Er scherzt nur. Sergej, was hast du getan? Vlad, was ist passiert? Oh, ich bin gefallen, ich bin gerannt. Bang, und so tut es weh. Sergej, man kann dich nicht eine Minute mit Kind alleine lassen. Tja, wir haben zusammen Lava auf dem Boden gespielt. Und warum bin ich der Einzige, der dafür verantwortlich ist? Es ist seine eigene Schuld. Siehst du nicht, er hat Schmerzen, Mann. Okay, Vlad, willst du, dass ich puste? Nein.
Was machst du da? Ich mach Mittagessen. Oh, Karotten. Oh, du willst Rätsel oder was? Ja, gerne. Also, wir machen Kloppen Schnee, stellen einen Topf drauf, eine Nase als Karotte und noch einen Besen in der Hand. Und was ist das? Also es ist doch einfach. Es ist ein Schneemann. Richtig. Und wenn du willst, können wir den coolsten Schneemann auf der ganzen Welt bauen. Ja, lass es tun. Ja. Komm. Okay, mach dich doch mal fertig. Sergej, zieh deinen kleinen Bruder an. Sergej! Komm schon, zieh es an! Hier, jetzt der einfache Teil. Mach den Reißverschluss zu. Okay, komm schon! Okay, was ist denn passiert, Mann? Er hat's eingeklemmt, mein Kinn eingeklemmt! Hey, was machst du da? Wie unaufmerksam du einfach nur bist. Ich verstehe nicht, was immer mit dir los ist. Wenn du nicht weißt, dann mach es nicht. Kapierst du das, Mann, du hilfloses Tier? Warum sind immer die Eltern schuld? Kümmert euch doch selbst darum! Schon gut, Vlad. Wir ziehen dich jetzt ordentlich an und gehen dann Schneemann bauen, ja? Und hörst du bitte auf zu weinen? Ach komm. Ach stimmt ja, Papa hat's vergessen. Oh, Sergej, hast du ohne uns angefangen? Hey, ich bin nicht mit dir befreundet. Ihr baut euren kindischen Schneemann und ich baue hier meine eigene Festung. Na und, wir sind zu zweit. Den schneller fertig hast du, stimmt's, Vlad? Ja, lass uns starten! Naja, das ist das erste Teil. Was ist mit dir, Vlad? Ich bin nicht sehr gut darin. Es klebt die ganze Zeit. Nun, mach nichts. Du hast ja noch deinen Papa. Du arbeitest also am Kopf und ich bin in der Zwischenzeit noch so ein Ding. Okay? Ja. Oh, so. Und so. Oh, schau mal, der Körper ist fertig. Was mit dem Kopf? Hier. Ja, ganz ruhig. Ja, beruhig dich mal. Wir machen den Kopf zusammen. Alles gut. Ja. Also, wo ist denn der Kopf? Der muss hier oben sein, ja? Bauen wir Kubik auf? Der war richtig gut, ja. Sehr gut, sagst du. Ach so, du bist echt super, Mann. Echt richtig gut, Mann. Ja, das habe ich gemacht. Ja, du bist der Beste. Und jetzt für den letzten. Nur noch der letzte Strich. Du bist selber ein Schliff. Wo ist? Die Karotte ist übrig, nicht der Strich. Das sagst du niemanden. Wer hat dir das beigebracht, Mann? Sag das nicht den Jungs, okay? Oh Mann, das ist gut geworden. So, tanz bitte nicht so. Irgendwas fehlt hier, die Hände. Unser Schneemann hat keine Hände, Mann. Oh, was sollen wir jetzt tun? Ich werde jetzt ein paar Äste holen, du bleibst hier, aber bitte sei vorsichtig, okay? Kein Problem. Hallo, Schneemann. Alle sind weg. Nun, das war's. Jetzt kriege ich dich, Vlad. Fang! Oh, das bist du. Na, fange. Wow, er ist wirklich stark. Was sahst du denn vor? Oh, guter Wurf. Papa, hilf mir. Ach so, ja, lass uns zusammen erledigen. Komm schon. Zwei gegen einen, Papa. Ich hole gleich den größten Schneeball. Wie findet ihr das, Leute? Hey, beruhig dich. Was hast du getan, Mann? Wir werden jetzt im Heim sein, okay? Bleib jetzt ganz ruhig. Wir machen dich jetzt fertig. Hier, ich habe uns sogar einen Panzer mitgebracht. Jetzt werden wir seine Festung damit rahmen, okay? Ja, los geht's. Leute, was macht ihr da? Ich habe es eine Stunde lang gebaut. Auf geht's. Mach es kaputt, los. Was soll das, Mann? Er ist doch nur ein Kind, Mann. Lass ihn doch, Mann. Ihr habt zuerst damit angefangen. Und? Wir dürfen, Mann. Jetzt sind wir quitt. Du hast deinen Schneemann zerstört. Wir deine Festung. In Ordnung, einverstanden. Also, jetzt versöhnt euch. Mit einem Händedruck. Also, lasst uns nach Hause gehen und aufhören. Jetzt schon? Ja, was willst du, Mann? Es ist kalt, Mann. Wir gehen nach Hause. Mama, wir sind zu Hause. Geh und bring den Kleinen ins Bett. Ich will nicht schlafen. Ich will spielen. Diskutier nicht mit deinem Vater. Jetzt kommt deine Mutter, Kapikopf, und liest dir die Geschichte vor. Los, geh in dein Zimmer und mach es schon. Sergej, pass auf ihn auf. Komm schon. Vlad, warum schläfst du immer noch nicht? Ich will nicht. Alles gut, Alter. Ich werde dir ein Märchen vorlesen, damit du schläfst. Die Sonne kam hinter den Wolken hervor und erwärmte alles mit ihren Strahlen. Der Tag sollte warm werden. Früh am Morgen, als alle Bewohner der Lichtung und des Waldes noch schliefen. Bei solchen Märchen schlafe ich selbst ein. Der Maulwurf ist schon eine Weile unterwegs. Bin ich müde, Alter, wirklich. Wie erzieht man ein glückliches Kind? Erster Punkt, Unterstützung. Jeden Tag gibt dem Kind euren Traum, ein Sportler, ein Sänger oder ein Künstler zu werden, weil ihre Eltern das Talent nicht erkannt haben von den Kindern. Wir müssen also ein Talent finden und es fördern. Ja,
wir haben schon so oft über das Thema Erziehung gesprochen, sowohl mit Kabikov als auch mit dir. Und ich war ein Kind und sogar ein Clown, aber niemand hätte gedacht, dass es so viele Schwierigkeiten mit diesem Kleinen geben wird. Vor allem hätte ich nie gedacht, dass man immer alle Talente fördern muss, echt. Yes! Was ist passiert? Das Einzige, was dir fehlt, sind Vögel. Was ist denn hier passiert? Was ist hier los? Hast du den Verstand verloren? Was ist das, Mann? Nein, wo ist mein Gürtel? Wo ist der? Weißt du noch, was wir über Talent gelesen haben? Vielleicht haben wir einen zukünftigen Künstler bei uns. Zeig mal, was hast du da gezeichnet? Was ist das? Eine Krone mit Papa? Nein, das bin ich. Hier sind Papa und Mama und hier ist Sergei. Warum bin ich auf dem Dach? Bin ich etwas Spider-Man? Naja, gut, die Zeichnung sieht gut aus. Ich sehe genauso wie ich. Warum lobst du ihn? Er hat die Wand angemalt, Mann. Hey, Vlad, Mutti versteht das einfach nicht. Und ich habe das alles außerdem aufgenommen. Das ist mein Handy, komm schon. Hallo zusammen, mein Name ist Vlad und ich möchte ein Bild malen. Ich habe hier eine coole Leinwand gefunden. Permanent. Ich möchte ein Haus malen, in dem ich leben möchte. Oh. Und das bin ich. Sie wissen schon, oder? Wie groß das Haus sein sollte, ich möchte. Oh, Kamin. Da sind Mama und Papa. Sie lieben einander. Und das ist ihr G. Er zählt bald weg. Ich habe ihn auf das Dach gesetzt, damit er nicht stört. Jetzt muss ich es nur noch schön bemalen. Gras? So, das Haus wird blau sein. Oh, jetzt macht das alles Sinn. Unser Kind. Und er ist fast ein Künstler geworden, Mann. Schau mal, er macht schon seine Videoblogs. Er hat richtig Zukunft. Verstehst du? Das ist echt gut. Ja. Also, und wir werden dich dabei unterstützen. Papa hat eine Idee, wie wir anstatt eines Nickerchens. Sergei, du bist der Kameramann, ich bin der Regisseur, Kabikov, du bist der Assistent. Also, du bist die Hauptfigur. Auf geht's, lass uns einen Vlog drehen. Los geht's. Also gut, hier werden wir drehen. Setz dich hin. Was ist das denn? Das ist eine Ringlampe. Jeder Blocker hat so eine. Ursprünglich war es nicht vom Make-up gedacht. Richtig cool. Setz dich hier hin. Also Vlad, hier wirst du sitzen und deine Geschenke auspacken. Geschenke? Wo sind die Geschenke? Ist da was drin für mich? Mach dir keine Gedanken darüber. Es wird so sein, wie es sein soll. Die Hauptsache, dass du Spaß hast. Wir bringen die Geschenke, pack sie aus. Ja, und wenn ich das nicht jetzt auspacken will? Was heißt, du willst nicht? Ich bin der Regisseur und du willst es. Und ich werde dich beobachten, was du machst. Ja, und was jetzt? Jetzt nimm es, pack dein beliebiges Geschenk aus, begrüß die Zuschauer und öffne es. Und das Wichtigste, lächeln. Du bist der Herr Vlad. Ich bin Mr. Vlad. Okay. Hallo, ich bin Mr. Vlad. Nein, das passt nicht. Du machst irgendein Tanzzeichen, was typisch für dich ist. Hallo, mit euch ist Herr Vlad. So, irgendwie. Hallo zusammen, mein Name ist Mr. Vlad. Oh. Und heute werden wir Geschenke auspacken. Komm schon, lächel, sei fröhlich, denk dran. Sag wow! Wow! Was für ein schönes Band und was für eine hübsche Verpackung! Schaut euch es an, Leute! Ich sehe es mir zuerst an und dann zeige ich es euch. Was ist drin? Was ist da drin? Von der Kamera, alles von der Kamera. Lass dich nicht von mir ablenken, okay? Das ist ein Auto! Seht euch das an! Aber um ehrlich zu sein, ist es nur Schrott. Na. Was meinst du damit, dass es Schrott ist? Was soll das denn heißen? Es ist ein normales Auto. Pack es aus, es ist glänzend, es ist schön, es ist cool. Ich muss pinkeln. Vlad, kannst du dich ein bisschen durchhalten? Ja, ein bisschen schon. Großartig, jetzt geht's los. Sergei, Licht, Kamera, los, Action. Schaut, wie cool dieses blaue Auto ist. Es kann fahren und sonst gar nichts mehr. Wie, es macht denn nichts? Doch, es tut es. Es hat ein Reserverad oben drauf. Und das ist fast echtes Glas hier, Mann. Das ist so cool. Komm, erzähl von diesem Schutz auf der Vorderseite. Kannst du es nicht sehen? Nein, das will ich nicht. Gib mir ein anderes Spielzeug. Mist. Und hier? Ja. Hier bin ich mir sicher. Hier muss ein tolles Geschenk drin sein. Ein tolles Spielzeug. Sieht nur, wie groß es ist, wie es verpackt ist. Das ist eine riesige Süßigkeit, das bin ich mir sicher. Ja, so muss das sein, er hat's kapiert. Und? Nun, Leute, es ist noch nicht klar. Seht, die Box ist unauffällig. Vielleicht ist das Interessanteste da drin. Also öffne es, los. Ja, und es macht kein Geräusch, es ist vielleicht gut verpackt. Oh, wow. Also, zeig's in die Kamera, los. Warte, wer hat das gemacht? Warum ist es leer? Ich. Warum ist die verdammte Kiste leer? Wo ist das Geschenk? Das Geschenk ist in der anderen Packung. Und dies ist nur für die Entourage, damit es schön aussieht. Wo ist das Geschenk? In der blauen hier. Also komm schon, mach es auf. Lächel. Los. Seht mal, wie groß es ist. Wenn ich diese Größe unter meinen Weihnachtsbaum sehen würde, wäre ich so aufgeregt. Okay, Vlad, ich werde dir dabei helfen. Los. Nicht nötig. Vlad, lass mich dir auch helfen. Ich sag dir, ich werde dir helfen. Hey, Licht, Kamera, Action, los geht's.
Vlad, hey, du hast hier ein cooles Spielzeug in deiner Rezession, richtig? Ist doch cool. Ja! Lächeln. Wow! 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 Hier steht sogar drauf. Sergej, los, bring die Kamera näher, zeig ihm es. Wow! Das ist ein Roboter-Welpe namens Buddy. Okay, Vlad, gut gemacht. Komm schon. Und lächeln. Mhm. Okay, schaut mal, wie es aussieht. Ja, einfach großartig. Ich mag's auch sehr. Funktion und Interaktion. Öffnet und schließt die Augen. Was? Es ist langweilig. Du hast doch gar nicht angesehen. Du sagst, es ist langweilig. Vlad, das darfst du nicht machen. Hol es raus. Mach, lass dir was Gutes einfallen. Könnt ihr euch das vorstellen, Leute? Dieser Hund kann sowohl bellen als auch laufen. Außerdem hat er eine Waffe auf dem Rücken. Bam, 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 bam. Also, gut gemacht. Und jetzt noch bitte Kanal abonnieren und zu liken. Leute, wenn euch unser Auspacken gefällt, dann bitte liked und abonniert unseren Kanal und schreibt in die Kommentare eure Ideen, was wir für euch noch drehen sollen. Mhm. Das werden wir tun. Das war's. Tschüss. Also, Herr Vlad und ich verabschieden uns für heute. Stopp, Kamera. Bitte sehr, Vlad. Das hast du gut gemacht. Und ihr schiebt die Kamera. Also, komm, wir werden jetzt in der Küche drehen. Los geht's. Okay, wollen wir denn spielen? Nein, 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 Vlad. So funktioniert das nicht. Nur für eine Minute. Willst du arbeiten? Mhm. Willst du Geld? Mhm. Dann lass uns weiter drehen. Also, Köpikopf, du bist die Schauspielerin. Wir werden irgendeine lustige Challenge filmen. Los geht's. Hallo zusammen, mein Name ist Mr. Vlad und ich drehe wieder mit meiner Mutter. Dieses Video heißt Bislack Challenge. Komm schon, Köpikopf, mach es. Weiße. Aha, das ist das Unglücklichste von allen. Ich hab nichts. Mal sehen, was da ist hier. Eine Zitrone. Ja, mehr Überraschung, mehr Überraschung. Das wusstest du doch. Eine Zitrone. So ist es gut, sehr gut. Also Mama, bis rein, bis rein, bis. Oh, das war sehr sauer. So, sehr gut, die nächste Runde. Hier ist euer nächstes Essen. Okay, ich ziehe. Also, was ist da drin? Liken. Und was ist da drin? Ich wünsche, ich sehe kein Beißen also. Nichts! Wie was denn? Nichts, nichts, wieder nichts. Komm schon, Mutti. Zeig's in die Kamera. Los, zeig es, zeig es. Zeig die Leute, wie du dich ekelst. Los, mach es. Wow. Ich mag diesen Chip nicht. Hier ist das Nächste, was ihr braucht. Also, jetzt soll ich ziehen. Nichts da! Don't beißen, Leute, ich hab beißen bekommen. Oh, das war's für mich. Pech gehabt, Alter. Und? Ich will es nicht mehr. Richtig Glück gehabt, dein Eis. Leute, ich glaube, ich hab bei dieser Challenge gewonnen. Gut, das war's. Gute Arbeit. Vlad, du kannst dein Eis haben und du hast es dir verdient. Leute, wir müssen reden. Kommt her. Was will denn jetzt schon wieder? Ich habe eine Idee. Was? Lasst uns ein Familienfotoshooting machen. Was? Verwechselst du irgendwas, Mann? Und was ist, wenn er nie erwachsen wird und wir ihm sein Leben lang aufziehen müssen? Außerdem hat er gerade eine entscheidende Phase in seinem Leben. Lasst uns diesen Moment festhalten. Ja, okay. Ich habe Bilder aus meiner Kindheit. Also gut, wir müssen ein paar Fotos machen. Komm, macht euch fertig. Der Junge braucht eine Familie, Alter. Ja. Oh, Vlad, du wirst der Hübscheste bei unserem Fotoshooting sein hier. Mhm. Braucht ihr noch lange? Ich kann nicht mehr so lange liegen. Komm. Ach, Papa. Was, Papa? Na, bald. Ich komm hier rüber, Mann. So ist es, Alter. Lass uns gehen. Also, alle legen sich auf den Bauch und schauen in diese Richtung. Genau so. Ich hab's verstanden. Okay. So. Okay, lass uns das Licht ein bisschen ausrichten. Warum dauert es so lange? Wir bereiten hochwertige Bilder vor, fürs ganze Leben eigentlich. Es ist soweit, lächeln und mich anschauen. Ja, gut gemacht. Okay, Eltern umarmen das Kind. Ja, los geht's. Mhm. Ah, da fehlt noch etwas. Ja. Jetzt. Hier, bitte sehr. Also, ich mache das Foto und du drückst drauf, okay? Los geht's. Oh, das ist was anderes. Das Fotoshooting geht richtig ab. Du, zeig die Bilder. Warte, Jungs, du wirst zu spät sehen, wenn der Film entwickelt ist. Okay, tut mir leid. Irgendwas habe ich was Falsches gesagt. Okay, ich zeige dir. Ciao. Wow, richtig gut. So, okay, Leute, wir sind hier fertig. Wechseln den Ort, setzt euch bitte da auf die Couch. Okay, los geht's. So jetzt? Nein, da stimmt etwas nicht. Ihr solltet euch umkleiden. Was meinst du denn? Was sollen wir denn anziehen? Was soll das machen? Macht dir keine Sorgen, ich habe alles vorbereitet. Super,
super, hier, bitte. So, okay, lächeln, lächeln. Wir sind eine glückliche Familie. Papa, lass uns lächeln. Gut. So, fertig. Nun, das ist die letzte Gelegenheit. Macht alle zusammen ein Foto. Nein, das war's. Ich will nicht. Ich will nach Hause. Hör auf, so launisch zu sein, Mann. Lass uns lieber ein Foto machen. Dann gehen wir auch lieber nach Hause. Okay, alles klar? Okay, hör auf, den Jungen anzuschreien, ja? Ja, oder was? Ah, was, Alter? Vlad, willst du zu Papa in die Arme? Nein. Na, Gott sei Dank. Er wird ein richtiger Mann werden. So, in Ordnung. Das ist fertig. 3 Sekunden. Ich denke, das reicht schon. Los geht's. Familie! Was wir für coole Bilder gemacht haben. Ich würde vorschlagen, wir nennen den Kanal AFR Family und dann machen wir das auf den Startbildschirm. Das wird gut werden. Kubiakow hatte recht. Fotoshooting war eine coole Idee. Lass das Kind sich gleichwertig mit euch Erwachsenen fühlen. Also was für eine gute Idee. Mama, das Video ist zu Ende. Ist es dir gefallen, ja? Ja, ist okay. Ich habe drauf Like gesetzt. Cool. Allen coolen Typen sollten liken. Also wir werden dich ins Bett bringen, ja? Ich will nicht ins Bett. Wie willst du das nicht, Alter? Papa und Sergei sind beschäftigt. Ich habe viel zu tun. Verstehst du das? Aber ich möchte dir helfen. Oh, wie wäre es damit? Du gehst für die ganze Familie einkaufen. So hilfst du uns auch. Verstehst du, was ich meine? Ja. Bist du sicher, dass du alt genug dafür bist? Aber natürlich, ja. Na toll, dann lass uns umziehen gehen. Oh, wow. Okay, und wo ist Vlad? Also, ich habe ihn in den Supermarkt geschickt. Was? Wohin? Alleine? Es wird ihm gut gehen. Er ist ein großer junger Mann. Was zum Teufel? Er ist ein großer Junge. Er ist ungefähr 5 Jahre alt. Hallo? Oh, da wird jemand Ärger bekommen. Mach dir nichts raus. Ich habe gelesen, dass die Kinder wie Erwachsene behandelt werden sollten. Es sind nur 2 Minuten zu Fuß bis zum Laden. Ich bin ihm durch das Fenster gefolgt bis zum Laden. Er hat es geschafft. Er wird bald wieder zurück sein, Mann, Alter. Falls was, Kabelkopf, bist du verantwortlich dafür. Verstanden? Wieso nur ich, Alter? Wir ziehen ihn doch zusammen, Großmann. Oh, ich glaube, er ist das. Also, wo ist da mein Sohn? Hey, Jungs, hier, ich war einkaufen. Alles gut bei euch? Worauf haltet ihr noch? Nimm's mit. Hallo zusammen, mein Name ist Vlad Alfier Gelernt. Serioga. Serioga, was ist das für ein Freund von dir? Das ist mein Schwein. Sein Name ist Zucchini. Okay, Leute, wir haben beschlossen, die nächsten 24 Stunden in diesen kleinen Häusern auf Bäumen zu verbringen. Und wir haben sie selbst gebaut. Und wir haben 3 Tage dafür gebraucht. 3! Aber seht euch an, wie schön es geworden ist. Wir sind jetzt erwachsen, wir sind groß und wir wissen, wie man etwas baut. Wer auch immer, das wird ein Spaß. Ich schlage vor, du verbringst den Tag mit uns. Es wird großartig werden. Oh Mann, gebt ein Like für diese schicken Häuser. Wer zeigt als erster sein Haus? Ich. Ich habe ein sehr cooles Hightech-Haus, in dem ich alles Mögliche eingebaut habe. Es war sehr schwer gewesen, aber ich habe es geschafft. Hey, was ist das? Eine Platte? Yeah, ich habe einen Fernseher hier drin. Leute, ich habe ein Satelliten-Internet und Fernsehen. Ich bin eigentlich der perfekte Nachbar für euch. Ich gebe euch kostenlos WLAN. Ich habe mein eigenes Zeug dabei. Jetzt muss ich es nur noch auspacken und ins Haus reinstellen. Ist das ein schicker Teppich, den du hast? Ja, das ist Hightech. Hightech? Hightech. Und du hast irgendein Dorftech und ich habe nur Hightech. Komm mir nicht mit diesem Mist über mein Haus. Ich habe Gemütlichkeit. Komfort. Du wirst das lieben. Du könntest es ein VIP-Apartment nennen. Alles klar, willkommen in meinem Baumhaus. Ups, Mist, ich habe vergessen, die Tür aufzumachen. Das war ein Fehler. Mein Fehler. Übrigens, meine Tür geht so auf. Die Scharniere müssen noch fertiggestellt werden. Wie du sehen kannst, sieht mein Haus sehr einfach aus. Aber ich habe noch einen Freund bei mir. Und ich habe diesem Hund noch keinen Namen gegeben. Ihr könnt also eure eigene Version in die Kommentare schreiben. Ich werde sie alle nehmen. In Ordnung, gehen wir hier entlang. Ich habe hier eine Wiese. Zucchini. Oh, unter dem Häuschen. Das ist alles. Und Zucchini wird nicht weglaufen, hoffe ich. Ich sage dir, was im Haus sein wird. Ich werde einen Tisch um das Haus herum haben. Du weißt schon, zum Essen, zum Picknicken, zum Sitzen, Stühle. Natürlich habe ich auch Feuerholz dabei. Ein Stock ist für den Fall, dass ein paar wilde Tiere meine Haustiere treffen wollen. Ich werde sie schnell haben. Aber wenn der Stock nicht hilft, habe ich eine Falle, eine Jagdfalle, eine echte. Die stelle ich auch hier irgendwo auf. Und einen gusseisernen Topf zum Kochen. Wenn es dir langweilig wird, kannst du ihn für Chalabach verwenden. Und hier drüben habe ich eine ganze Kiste mit Sachen für das Haus. Und das nehme ich mit rein. Nun, mein Ansatz ist sehr einfach. Ich habe viel ausgegeben und viel eingekauft. Ich habe die teuersten Materialien, die teuersten Produkte und die interessantesten Dinge für mein Haus. Nun, Mann, das ist so viel, dass ich nicht weiß, wie ich es runterkriegen soll. Naja, okay, alles Stück für Stück. Und falls ihr nicht wusstet, das ist ein Kühlschrank. Da kann man Eis reintun, essen und es schmilzt nicht.
Es muss eine Leiter geben, unbedingt, wie diese hier mit einer Veranda, damit man morgens rausgehen kann und dann, wie leben diese armen Nachbarn? Ich verstehe. Und zurück in die Kabine. Wow, also ich habe hier zwei meine kleinen Sitzkissen, um mich dahin zu legen und auszuruhen. Ich werde übrigens auf den schlafen. Ich habe hier auch zwei kleine Tische. Und schaut mal hier, Leute, hier ist meine Tür, die zu meinem Nachbar führt. Und dort wohnt wer? Vlad A4. Endlich habe ich seine Adresse. Hier habe ich natürlich meinen Laptop. Außerdem habe ich hier meine Kopfhörer mitgebracht. Und auch noch habe ich meinen Monitor mitgebracht. Den werde ich als Fernseher benutzen. Und wenn ihr mal ganz langweilig wird, dann lade ich einen Freund an und dann können wir zusammen mit ihm zocken. Was für eine Schönheit. Und damit es auch abends nicht langweilig wird, habe ich einen Lautsprecher dabei. Da können wir mit den Jungs Musik hören oder ich werde sie alleine hören. Oh, was habe ich vergessen zu sagen? Das ist das Allerwichtigste. Ich habe ein Verlängerungskabel mitgebracht, weil ich hier Strom habe. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Ich habe sogar einen Generator mitgebracht. Ich zeige euch ihn mal. Da steht er. Er verbrennt Treibstoff und erzeugt dadurch Strom. Das ist echt cool, Mann. Außerdem habe ich eine Überwachungskamera da. So kann niemand ohne meine Erlaubnis einfach so in mein Haus einbrechen. Und schrauben Sie. Und natürlich muss ich mich um die Beleuchtung in mein Haus kümmern. Also habe ich so eine LED-Leiste gekauft. Und für die totale Entspannung in der Natur habe ich eine Hängematte wie diese dabei. So, ich bin fertig. Und das schließen wir jetzt an. Und schon haben wir ein super modernes Hightech-Baumhaus. Los geht's, Leute. Also, was sagt ihr, Leute? Die Videokameras habe ich installiert. Und nun werde ich euch zeigen, wie das drinnen im Haus funktioniert. Ah, schließen wir die Tür und willkommen im Baumhaus von Glent Amigos. Auf dieser Seite der Wand habe ich dieses krasse LED-Band. Es wird nachts wunderschön sein. Ich möchte es mir unbedingt ansehen. Geil. Da ist mein Monitor, an den ist natürlich meine liebste Playsee angeschlossen. Wow, hier könnte ich nicht nur 24 Stunden verbringen, sondern sogar eine ganze Woche. Schau mal, was ich hier habe. Das Huhn wird bei mir wohnen. Übrigens funktioniert das Hund für mich als Alarmanlage. Wenn sich ein Raubtier an mich heranschleicht, fängt es an zu gackern und ich bemerke die Gefahr sofort. Schauen wir mal, was wir hier in der Kiste haben. Erstens ein Stuhl, Wasser. Außerdem habe ich einen Schlafsack wie diesen. Und ich habe Lebensmittel in einem tragbaren Kühlschrank wie diesem gelagert. Schau mal, das sind Würstchen und Fisch. Außerdem habe ich ein paar von diesen Roll-Ups. Davon gibt es eine ganze Menge. Und es gibt Arten von Pilzen, Tomaten, Gurken, Plastikteller. Und das ist ein Fischernetz. Ich habe es mitgebracht, falls wir angeln gehen. Und natürlich habe ich auch ein paar Werkzeuge mitgenommen, nur für den Fall, dass wir etwas reparieren können. Und genau wie die Jungs habe ich eine Tür. Und zwar hier. Schau mal, sie führt zu Vlads Haus, damit wir uns gegenseitig besuchen können und zu Gast gehen. Jo, so sieht mein Haus aus. Erinnert euch so an N. Bis jetzt gibt es hier nichts, aber das ist nur diese schicke Ledercouch und ein toller Blick aus dem Fenster. Golfschläger, Hörner, ich stelle ihn hier. Weißt du, in diesem großen Häuser machen sie das. Das ist eine Ringleuchte für TikToks. Zum TikToks machen und zum Aufhängen von Kleidung. Ist das nicht wahr, TikTokers? Das machen auch alle reichen Teller, Tischtücher. Ich habe auch eine Chroma-Key-Decke wie diese hier und einen Regenschirm. Ich habe eine Wohnung mit einer Terrasse. Mein Golf-Outfit, eine Decke oder ein Teppich, mal sehen. Alle Arten von Baumaterialien. Becher, eine Dose Farbe, goldene Farbe und Drogenshampoo. Man spült es ins Haar und es wird sauber. Man muss nicht auf den Regen warten, um es zu waschen. Bräunungscreme, Zeug, um geile Cocktails zu machen, Grillzangen, wie auch immer. Ich zeig euch, was ich im Kühlschrank habe. Nun ein kurzer Blick. Es ist Sirup. Wenn Sie wollen, immer mehr sind es Soße. Gib mir nur eine Sekunde und ich werde es sauber machen. Bam! Schau, ich habe hier einen Drehort. Ich könnte am Strand sein. In den Bergen, in der Wüste, im Weltraum und sogar unter Wasser. So schick ist meine Couch geworden. Das Ankleidezimmer, naja, und ordentlich aufgeräumter Tisch. Und das Highlight ist meine Terrasse. Uhuhu. Als ich aus meinem Elternhaus gezogen bin, habe ich nicht einmal davon geträumt. Alle fragen mich immer, warum ich so hart arbeite. Videos, Integration, Merch, Apps. Eigentlich habe ich nur einen Traum. Ich will einfach ein Haus. Ein richtiges Haus, das aus Geld besteht. Und in der Zwischenzeit habe ich das hier. Mein erstes Haus. Leute! Serioga!
Glenn. Ja, Vlad? Ich lade euch zu einer Einweihungsparty ein. Oh, cool. Kein Problem, wir sind gleich bei dir. Und vergiss die Geschenke nicht. Es ist eine Einweihungsparty. Einen Moment. Komm schon. Was für eine Idee von Vlad. Was für Geschenke zum Teufel. Ich weiß nicht mal, was ich ihm schenken soll. Ach, übrigens, vielleicht schenke ich ihm ja eine Pflanze. Das ist ein Einweihungsgeschenk für die Bude. Und im Grunde werde ich nicht dumm dastehen. Ich nehme diese Tasse und werde Vlad ein Geschenk besorgen. Ich werde ihn später auch zur Einweihungsparty einladen. Wow, ist das schön. Übrigens, ich musste nicht einmal weit gehen. Seht euch mal diese Wurzeln an, die ich hier gefunden habe. Das sieht aus wie ein Geldbaum. Wow, super. Ich schätze, das ist ein klasses Geschenk. Sieht sogar irgendwie echt schön aus. Ich brauche das, das auch. Es scheint, dass ich alles, was ich zu Hause habe, auch brauche. Und das erinnert mich an etwas. Es gibt ein Omen, das man bei der Einweihung der Tiere ins Haus lassen soll, um Glück ins Haus zu bringen. Ein Huhn werde ich ihm sicher nicht geben, aber ein Schweinchen, eine Zucchini im Prinzip schon. Ein glückliches Haus. Das kann man wohl sagen. Boah, Vorsicht. Oh, ich höre jemand kommen. Serioja! Oh, hallo. Hier, schau. Es ist Glück für dich im Haus. Ein Tier, das auf einer Einweihungsparty ist, wird als erstes hier reingelassen. Komm schon, Zucchini. Los, los, los. Ich verstehe. Ja, das Geschenk ist super, Serioja. Toll, danke. Hey, alles Gute zur Wohnungseinweihung. Das ist mein Geschenk. Es ist ein Geldbaum. Toll, danke. Was soll das Ding? Passt du erstmal auf mein Haustier auf? Nein, ich schenke es dir nicht. Es ist einfach so gelaufen, dann werde ich mit ihm gehen. Meiner Meinung nach, Serioja, funktionieren Geschenke anders. Naja, dein Glück wird kommen. Du wirst schon sehen. Warte nur ein bisschen. Hast du mir positive Energie gegeben? Ja, das ist das Beste und Wertvollste. Na gut, ich bin einverstanden. Das Thema der Geschenke kam auf und ich habe gedacht, wenn die Zuschauer uns ein Geschenk machen, indem sie die Abonnements sehen, machen sie einen roten Knopf grau. Aber sie machen sich eigentlich selbst ein Geschenk. Ach, warum so plötzlich? Nun, haben Sie bemerkt, wie die Qualität unserer Videos gestiegen ist? Wie oft veröffentlichen wir sie? Es ist so, als ob wir bereits Filme drehen würden. Und das ist so, weil ihr unseren Kanal abonniert. Mir ist es jetzt klar geworden, dass es uns Kraft und eine Ressource gibt, um Videos zu erstellen und zu produzieren. Jedes Abonnieren ist wie ein Baustein für die Qualität der zukünftigen Videos. Ihr wisst, dass alles beeinflussen könnt. Ich bin selbst schon neugierig, wenn ihr jetzt alle euch anmeldet, wer noch nicht angemeldet ist. Was für Videos werden wir rausbringen? Es wird einfach eine Kanone sein. Vor allem jetzt, wenn es Sommer ist. Wenn wir so viel Energie und so viele Ideen haben. Und alles, was wir brauchen, ist deine Unterstützung. Tu das endlich. Abonnier auf diesen Kanal. Und mach nicht nur uns, sondern auch dir selbst ein Geschenk. Du wirst Spaß haben. Du wirst gute Laune haben. Immer gute Laune. Und schau mal, wie ist der Zucchini? Der passt schon hier nochmal. Du bist nur eine Kanone. Ein kleines Weichei. Warte, willst du damit sagen, dass es Kobikov ist? Nein, du bist einfach nur langweilig. Keine Musik. Übrigens, Leute, ich habe Musik zu Hause. Kommt doch gleich zu meiner Einfeihungsparty. Bringt mir ein paar Geschenke mit. Ich habe auch einen Lautsprecher und noch eine geile Playstation. Okay, ich werde mein Bestes tun. Und die Geschenke nicht vergessen. Übrigens, Leute, wie wär's mit ein paar Cocktails? Ich habe alles dafür. Was wollt ihr? Nun, als dein Gast hätte ich gerne einen Cocktail in einer Kokosnuss. Für mich geht alles. Lass uns die Vorbereitung anfangen. Wie macht es Barkeeper? Oh. Wir nehmen ein bisschen Sprite. Zitronensaftkonzentrat. Ich denke, ein wenig Preiselbeersirup wäre nett. Moment mal, war mein Cocktail überhaupt Kokosnuss drin? Jetzt wird es einen geben. Okay, jetzt muss das Ding umgerührt werden. Shaker. Der Shaker ist übrigens von A4. So einen bekommst du im Geschäft oder auf der Webseite a4shop.ru. Das ist wie ein Review, Mann. Kleiner Kommentar, solange es der Koch nicht hört. Er stinkt nach Kotze. Ja, super, ist der Cocktail schon fertig? Ich kann es nicht hören. Nein, es riecht halt wirklich komisch hier drin. Hör mal, Vlad, was sind das für komische Strohhalme? Welchen Geschmack haben sie? Serioja, das sind Riechen. Du musst an die riechen. Ah, ich finde, es riecht komisch. Tuben, grün, gelb und blau. Auch ein Regenschirm. Oh, Cocktails kommen durch. Party. Wir setzen uns hin, probieren sie gleichzeitig und zeichnen die Lektion auf. Hör mal, das sind alles so Säfte auf einmal in einem Glas. Multifrucht. Und auch Kokosnuss. Das ist keine Frucht. Multifrucht mit Kokosnuss, ja. Also es ist eindeutig eine stabile 6 von 10. Mal sehen, mit was du bei dir zu Hause überraschst. Vergesst auf jeden Fall die Geschenke nicht und ich bereite das Haus für meine Gäste vor. Schade, dass ich kein zweites Shrine habe. Man kann kein zweites Geschenk machen. Es ist dasselbe. Ich werde gehen und ein anderes Geschenk für Glenn aussuchen. Tschüss, tschüss. Gut, wir sind weg. Scheiße. Und ich muss Glenn auch noch etwas schenken. Ich habe Vlad schon das günstigste und letzte Geschenk besorgt. Oh, was? Sie
sieh dir das an. Das Huhn hat Eier gelegt. Oh, wie schön für dich. Ich nehme eins von deinen Eiern. Ich schenke Glenn nicht nur ein Ei, ich schenke ihm ein Huhn. Wenn das Ei richtig ausbrütet, bekommt er ein Huhn. Wie ich. Oder vielleicht sogar einen Hahn. Hm, übrigens, hier ist eine Idee für ein Geschenk für Glenn. Das Geschenk wird so interessant sein wie das, das er mir geschenkt hat. Klopf, klopf, klopf. Na, wen haben wir denn da? Hey, Sir Roger ist da. Hallo. Hi, mein Lieber, komm rein. Wow, deine Tür geht so auf. Oh, oh, und wer klopft denn da? Na, wer ist das? Ja, das bin ich, hallo. Hey, Leute, kommt rein, setzt euch bitte. Herzlich willkommen in meiner Hightech-Bude. Hohoho, schau mal, hat ein Baum hier. Das Design ist fantastisch. Wo hast du es gekauft? Wen? Eine Stange. Es ist doch kein Baum. Ah. Naja, ein Haus auf dem Baum. Sag mal, wo sind die Geschenke? Hier sind die. Hm? Mein Geschenk an dich, das war doch diese Blume hier. Nein, warum sagst du das? Das ist doch genau dieselbe Wurzel, die ich dir auch geschenkt habe. Nein, Glenty, ich glaube, wir haben sie gerade im Semlam gekauft. Ich schenke dir auch einen Geldbaum. Oh, danke schön. Ich habe mich auch sehr über dein Geschenk gefreut. Schon gut, schon gut. Siraga, was ist dein Geschenk? Ich schenke dir ein Huhn. Hä? Das ist doch ein Ei. Es ist ein Ei, okay? Aus dem ein Huhn oder ein Hahn schlüpfen wird. Lege es dir unter dir, wenn du an der Konsole spielst. Hey Leute, soll ich mal die Playsee anschmeißen? Ja, komm schon. Okay, ihr könnt spielen, Leute. Ich werde an meinem Laptop ein bisschen arbeiten. Hey Leute, ihr zockt schon ganze 20 Minuten. Könnt ihr vielleicht irgendwann zu Sirogas Einweihungsparty gehen? Und vielleicht das, dann gehen wir. Ich muss dort etwas Brennholz hacken. Und übrigens, ich habe einen hungrigen Miesepeter. Ich gehe und füttere ihn, okay? Das ist ein merkwürdiges Verhalten, findest du nicht? Ich dachte, wir laden uns irgendwie alle gegenseitig zur Einführungsparty ein. Ah, erst wäre die richtige Zeit für eine Runde Golf. Was macht man sonst, wenn man in der Nähe eines Golfplatzes wohnt und dort ein Haus hat? Golf spielen. Ah, irgendwie wird das schon langsam langweilig in diesem Haus. Ich sollte mal langsam Musik auflegen. Wow, und jetzt kann die Party beginnen! Nun, das ist ein toller Golfplatz. Die Hauptsache ist, dass man es richtig macht. Was ist das für eine Musik? Das mag ich nicht. Golf sollte in Stile gespielt werden. Mann, ich kann's bei der Lärm nicht konzentrieren. Glenn, mach das leise! Glenn, kannst du es nicht hören? Was ist los? Wer war das? Hey, warum schmeißt du es in mein Haus? Warum drehst du die Musik so laut auf? Ich kann nicht spielen. Na gut. Wie geht das Ding noch lauter? Dann werde ich mich mal in die Hängematte chillen. Oh. Ah, perfekt. Das nenne ich ein Leben. Das genieße ich. So muss es sein. So, alles ist bereit für das Feuer. Ach ja, ich muss noch etwas zum Anzünden besorgen. Ich gehe nach Hause. Oh. Das Huhn hat hier ganze Arbeit geleistet. Puh, das ist eine ganze Nase voll. Oh Mann, ich habe Haarspray zu Hause. Ich dachte, Vlad hätte Duftstäbchen. Ich werde ihn später fragen müssen. In der Zwischenzeit. Hier sind die Streichhölzer und die von Vlad. Glenn ist aus der Hütte raus. Gut, ich habe einen Plan. Ich werde es alles abbauen. Puh, frische Luft. Das ist sie, die ansteckend. Was, Basser, du wirst mich nie mehr belasten, also. Hallo? Vlad? Bist du da? Er ist nicht zu Hause. Na gut, dann eben nicht. Ich glaube nicht, dass er was dagegen hat, wenn ich mir die Parfümstäbchen von ihm ausleihe. Ich werde sie nur schnell in meinem Zimmer auslüften. Das ist alles. Hey, warum stinkt es in meinem Haus so? Ich verstehe das nicht. Das waren doch meine Stäbchen da. Hey, ich dachte, der Wind hat sie weggepustet. Okay, ich verstehe es nicht. Es stinkt wie im Dorf. Die Stäbchen sind weg. Serioga! Hör mal, hast du nicht etwa meine Stäbchen geklaut? Nein, ich habe sie nicht gestohlen, ich habe sie nur ausgeliehen. Ich werde sie später zurückgeben. Wahnsinn, Sergei, hast du die genommen, ohne zu fragen? Du warst nicht zu Hause. Mein Haus stinkt jetzt, du bist da reingekommen. Jetzt riecht es nach deinem Bauernhof. Glenn! Ja, Freude, was ist denn hier los? Sergei ist in mein Haus eingebrochen und hat dir Stäbchen gestohlen. Warte, ich werde auch mal mein Haus prüfen. Vielleicht ist ja jemand bei mir eingebrochen. Ich war gar nicht bei dir. Ich könnte es gewesen sein. Hey, Siraga, hast du meinen Lautsprecher mitgenommen? Wozu brauche ich deine Säule? Mir geht es gut im Freien. Gib mir die verdammte Musikbox zurück. Oh, warte, ich bin ja noch mit dir verbunden. Lass mal sehen, wo du sie versteckt hast. Warte mal, das kommt hier gar nicht aus deinem Haus. Hey, das kommt hier aus seinem Haus. Ich bin an der Toilette. Was für eine Toilette, Mann? Gib meinen Lautsprecher endlich zurück. Und dann bist du noch der Typ, der Siraga eine Ratte nennt. So, Nachbar, nach so einer Sache kommt ihr nicht mehr zu mir nach Hause rein. Na, du. Na los, du auch. Raus hier.
Was für Situation? Was für Freunde ich habe. Einer schlimmer als der andere. Und ich dachte, ich würde mein Abendessen mit ihm teilen. Am Ende will ich sie gar nicht mehr sehen. Ich werde mir eine Lieferung bestellen. Eine Pizza. Hallo? Hallo? Hören Sie, ich bin gerade im Baumhaus und ich hätte gerne eine doppelte Pepperoni, wenn das geht. Ah, Straße, Hausnummer. Kann ich in die Geoposition schicken? Hallo? Die haben einfach aufgelegt. Naja, anscheinend liefern sie nicht hierher. Okay, dann werde ich mal Vlad anbieten, dass er mich füttert, als Entschuldigung für den Diebstahl, den er begangen hat. Eine gute Idee. Okay. Als ob das Gewürz fehlen würde. Nun füge ich ein wenig Pfeffer hinzu. Die Suppe wird bald fertig sein. Na, irgendetwas fehlt noch. Oh, es ist der Wald. Ich gehe bis suchen. Wer ist da? Ich bin's, Glenn. Oh, bist du da? Also, hey, ich bin im Grunde bereit, dir zu verzeihen, aber dafür musst du mir ein leckeres Abendessen machen. Willst du ein Steak haben? Machst du Witze? Natürlich, Mann. Ich habe schon eingelegt. Ich beträufle nur ein bisschen Zitrone und ein bisschen Salz. Boah. Oh Mann, so ein schönes Fenster habe ich übrigens nicht. Ich habe nur eins. Wow, schau mal, Siroki geht in den Wald. Hör mal, ich habe eine Idee. Was für eine Idee? Ein Prank für Siroki. Wir müssen seinen Schweinchen Cabbage stehlen und es austeilen gegen... Da wird er doch komplett aus dem Häuschen sein. Komm schon, bevor er zurückkommt. Komm her, kleine Schweinchen. In Ordnung, gehen wir. In Ordnung, du bleibst hier und wir werden in der Zwischenzeit etwas Fleisch braten. Du hast dich umsonst den Grill mitgenommen. Stimmt, ich verstehe es nicht. Wo ist Zucchini? Zucchini? Leute! Leute! Habt ihr Zucchini gesehen? Weg! Hast du ihn nicht fürs Picknick mitgenommen? Was? Du hast ihn mitgenommen? Und Zucchini! Komm schon, Siruga, ist das ein Scherz? Der sind, weißt du, die ich mitgenommen habe. Ja, also dein kleines Schweinchen hat da irgendwie ein Loch gebraten und dann war es dann plötzlich vielleicht weg. Guck mal in den Wald. Scherzkeks. Mann, Zucchini, wo bist du? Zucchini, wo bist du? Ich werde 3 Stunden lang nach ihm suchen. Hey, ist hier jemand? Ich muss hier weg. Hör mal, wenn Siruga weg ist, warum spielen wir nicht mit diesem Minischwein? Lass uns ihn trainieren. Los geht's. Okay, leg dich hin. Setz dich hin. Wuff, wuff. Flip. Nein, das darfst du nicht. Apport. Apport. Das hat funktioniert. Leute. Oh, Siroga, schau mal, wir haben deinen Zucchini gefunden. Warum renne ich eigentlich zu euch? Gern geschehen, ich bin durch den Wald gerannt, um meinen Latzenhosenanzug zu suchen. Und da habe ich ein Geräusch gehört. Ein Stampfen und Atmen. Ich glaube, es war eine große, wilde Bestie oder eine Art Monster. Was redest du da? Nee, Siroga, wir sind doch so weit weg. Das ist ein Zaun hier, ein geschütztes Gebiet. Niemand darf hier sein. Ich konnte ihn selbst dort stapfen hören, atmen. Ach komm, entspann dich mal, Siroga. Was für Ungeheuer. Lass uns doch mal Abendessen. Ich gebe dir so ein kleines bisschen ab. Ich bring dir Teller. Ja, ich habe auch Fischsuppe da. Übrigens, essen Sie Fischsuppe? Nein, ich habe sie irgendwie noch nie probiert. Hast du schon mal Fischsuppe probiert? Freude. Nein, ich mag keinen Fisch. Ja, also du kannst deine Fischsuppe alleine essen. Wir haben Fleisch. Guten Appetit, Jungs. Und ihr auch. Dankeschön. Nehmt ihr etwas Käse? Bitte sehr. Mhm. Übrigens, nette Idee mit den Häusern am Baum. Wisst ihr, wo ich das gesehen habe? Die Abonnenten haben in den Kommentaren geschrieben. Sie sagen, nimm diese Baumhäuser ab. Ich liebe es, wenn Abonnenten uns Ideen für Videos geben. Ich liebe das. Die sind clever. Wie viele Ideen haben wir davon schon umgesetzt? So circa 20? Ja. Leise. Hört ihr das? Das ist das gleiche Geräusch, das ich im Wald hatte. In Ordnung, lass uns nach Hause gehen. Leute, das Wichtigste habe ich euch noch gar nicht gesagt. Als ich dieses Haus gebaut habe, habe ich mich um meine Sicherheit gekümmert und hier ein Lasersicherheitssystem installiert. Und jeder, der da durchgeht, wird gebraten. Also meine Nachbarn wissen Bescheid, für sie ist es nicht gefährlich, daher bin ich in absoluter Sicherheit. Oh. So, was ist zu tun? Wie kann man sich schützen? Okay, jetzt, wir hatten ja das Holz da drin, etwas ungewöhnlich Holz. Hier, ja, die hier. Ah. Ja, ich werde ein Messer nehmen und die Pfähle auf diese Seite spitzen. Und dann baue ich einen schönen Schutz für mein Haus. Oh, ich denke, dass die Bestie sicher erschrecken werden. Ein großes Wildschwein will ich hier sicher nicht reinkommen. Mit Tieren muss man mit den Methoden des Jägers umgehen. Und ich habe eine Falle dafür. Das ist eine darunter. Und Leim, das ist ein sehr starker Kleber. Und ich werde ihn auf diese beiden Bäume kleben, sodass, wenn ein Raubtier beschließt, darauf zu krabbeln, es kleben bleibt und nicht weiter krabbeln kann. Okay, ich habe einen Baum und den anderen habe ich auch gut bestrichen. Die Falle steht, okay? Das war's. Wir müssen hochklettern und die Leiter verstecken. Schnell. Das ist ein echter Genuss, Leute. Es ist sicher warm, man hat Strom. Was zum Teufel war das? Ich versteh's nicht.
Ach so, schaut mal, da ist ein loses Kabel am Generator. Das kann nicht von selbst passiert sein. Jemand muss es rausgezogen haben. Das heißt, auch mein Sicherheitssystem funktioniert nicht mehr. Mann, ich sollte schnell bei den Jungs unterkommen. Wow, wow, wow. Hey, mach auf. Hä, wieso erschreckst du mich? Jemand hat mir da mein Licht abgestellt. Die Drähte vom Generator sind gekappt worden. Du hast da drüben eine Kamera. Können wir das irgendwie ansehen? Genau. Das hier ist mein Baby. Ich hab's dir alles auf mein Handy dupliziert. Schauen wir, was das war. Was zum Teufel? Serioga! Serioga! Sergei! Serioga, Serioga, Serioga! Ja, ja, ja! Lass mich rein! Oh, ich riech's hier natürlich! Kommen Sie schnell rein! Was ist denn los? Wir haben uns die Kameras von Glenn angesehen. Also, irgendein Moser hat da die Drähte von Glenn durchgeschnitten. Wir müssen uns sofort von ihm isolieren. Komm. Oh, es ist ein bisschen eng hier drin. Das war nicht nur einfach ein Tier, das war ein Ungeheuer. Deshalb müssen wir dringend diese Leiter absägen. Nun, es gibt keine andere Möglichkeit. Serioga, dort drüben kann die Leiter abonnieren und wird hier reinkommen. Komm, Säge. Komm schon, Serioga. Warum hast du so lange gebraucht? Das ist alles. Fast. Oh, wow. Ich bin sicher, er wird uns reinkommen. Hast du es gesehen? Ich hab es gesehen. Hast du das gehört? Mach die Lichter aus. Lass uns ihm folgen. Ich habe ein Fernglas. Richtig. Ich sehe es. Was? Was ist da? Und ich glaube nicht, dass es ein Monster ist. Warum? Es ist ein Mann in einem Buschanzug. Lass mich mal diesen Busch sehen. Leute, wann wollt ihr uns so einen harten Prank spielen? Das ist so das Kostüm von Kubikov. Er hat das Kostüm schon mindestens 3-mal benutzt. Das ist das Karberg. Lasst uns jetzt auch einen Streich abspielen und ihn fangen. Aber sowas von. Lassen wir ihn also näher kommen und dann fangen wir ihn. Schmeiß den Grill an. Oh, was für ein leckeres Gericht, Glentik. Woher in aller Welt hast du denn so ein Rezept? Das ist ein sehr geheimes Rezept. Niemand kennt es. Es sind nämlich die leckersten Würstchen der ganzen Welt. Leute, ich geh jetzt Soßen holen. Also, komm schon, koch zu Ende. Serioga, warte, ich komm mit dir. Ich werde die geheimen Getränke holen. Und dann hole ich mal die Becher für die geheimen Getränke. Cool, Leute, erst muss atmen. Ich frage mich, was sie da drin haben, das so gut riecht. Wow, ich sollte mal näher rankommen. Und noch näher und mal schauen. Hey, ich hab dich. Leute, das ist fantastisch. Seht euch das an. Wir haben ihn gefesselt. Wisst ihr, warum? Oh, ihr werdet ausflippen. Das kam sehr plötzlich. Denn es war nicht Kubikov, sondern Paparazzi. Er hat uns den ganzen Tag verfolgt. Hat keine Fotos von uns gemacht, was wir gemacht haben. Das wäre so ein Material gewesen. Ich wäre dadurch berühmt geworden. Okay, wir nehmen dir den USB-Stick ab. Er hätte nach oben gehen können. Such dir einen richtigen Job für uns in F4 Production. Ja, ich stimme zu, bindet mich einfach nur los. Das war's. Wir hätten es schon früher tun sollen. Leute, ich glaube, wir haben diesen Clip schon gefilmt. Das Interessanteste wurde gezeigt. Ich schlage vor, wir gehen nach Hause. Und was wird aus mir? Nun, du wartest bis morgen. Das war's. Tschüss. Und dir dann noch viel Glück, Paparazzi. Ich hoffe, niemand frisst dich. Das könnt ihr nicht machen, das ist doch nicht euer Ernst. Nur mit euch war ich. Mein Name ist Vlada 4. Gelernt. Serioga. Und wenn dieses Video euch gefallen hat, dann liked. Ciao, Leute. Gelernt, gib die Kopf. Gelernt, Blatt Papierchen. Gelernt, gib die Kopf. Gelernt, Blatt Papierchen. Ich sitze in meiner Labor und nicht in deiner Kirche.